Herzlich willkommen zum Abschluss des Kapitels über Beugung und Interferenz. Eine wunderschöne Anwendung, inwiefern die Beugung was mit der Auflösungsgrenze des menschlichen Auges zu tun hat. Zunächst mal ein kleiner Biologie-Crashkurs. Ich hoffe, ich erzähle keine falschen Sachen. Hier ist ein Querschnitt des menschlichen Auges vereinfacht dargestellt. Das für uns Entscheidende ist hier, blau gezeichnet, die Iris- oder Regenbogenhaut. Das ist eine Lochblende, deren Größe sich muskulär steuern lässt und die reguliert, wie viel Licht denn ins Auge kommt. Also wenn es sehr hell ist oder wenn ich in die Sonne gucke, muss das zugehen, damit mein Auge keinen Schaden nimmt. Und wenn es dunkel ist, wird es entsprechend größer, damit ich mehr Intensität bekomme, um noch was sehen zu können. Und die kreisförmige Öffnung in dieser Iris, das ist die Pupille. Hinter der Pupille sitzt die Linse. Die kann, je nachdem, ob ich in die Nähe oder in die Ferne schaue, ihre Brennweite ändern. Das geht durch diese Fasern hier, die durch die sogenannten Ziliarkörper gesteuert werden. Und die können die Linse zusammenziehen oder so beim Entspannen eben runter werden lassen. Dann außenrum sind noch ein paar Schutzhäute. Hier vorne Aderhaut, Lederhaut. Hier vorne die durchsichtige Hornhaut, wo das Licht eintreten kann. Und das Entscheidende ist hier die Netzhaut. Dort, oder auch Retina genannt, dort befinden sich die Sehzellen. Das sind so zapfenförmige Photorezeptoren, die eben, wenn eine elektromagnetische Lichtwelle auf sie fällt, angeregt werden, über den Sehnerv Impulse ans Hirn zu schicken, dann zu sagen, jetzt sehe ich gerade blaues Licht. Und es gibt einen Bereich, wo diese Sehzellendichte besonders hoch ist. Das ist die sogenannte Makula oder der gelbe Fleck. Also am Sehnerv selber nicht, das ist hier ein bisschen unglücklich angedeutet, sondern in der Nähe. Einfach irgendwo da hinten ist die Makula, dort wo das meiste Licht eben ankommt, dort befinden sich sehr viele Sehzellen. So, was hat das mit unserem Thema zu tun? Wenn ich eine entfernte Lichtquelle, die ich nahezu als punktförmig annehmen kann, betrachte, muss das Licht ja durch die Pupille, also durch eine kreisförmige Öffnung. Wenn man es erstmal unabhängig vom Auge folgenden Versuch macht, man nimmt nicht einen rechteckigen Spalt, wie bisher immer, sondern man nimmt eine kreisrunde Öffnung. Also hier eine Lochblende mit kreisrunder Öffnung, deren Durchmesser soll klein d sein. Dann kriegt man das jetzt nicht mehr überraschend, ein Beugungsmuster. Ebenfalls nicht überraschend ist hier dieser grobe Verlauf. Wir haben in der Mitte ein besonders helles Maximum nullter Ordnung, dann sinkt die Intensität ab, es gibt ein Minimum und dann gibt es noch kleinere Maxima höherer Ordnung. Sieht ähnlich aus wie beim Einzelspalt, ist nur mathematisch noch komplizierter zu beschreiben. Und ebenfalls nicht so überraschend, aufgrund der Symmetrie der Blendengestalt wird man auch erwarten, dass das Interferenzmuster natürlich eine Kreissymmetrie aufweist. Das tut es auch. Ich habe es hier aufgegeben, das komplett in Kreide zeichnen zu wollen. Das sieht nämlich einfach nicht schön aus, egal wie ich es versuche. Wenn ich einen roten Leuchtpunkt habe oder eine kleine Laserdiode, die rotes Laserlicht aussendet, dann entsteht in der Mitte eine helle rote Scheibe, deren Intensität nach außen hin eben etwas abnimmt, kann ich hier nicht darstellen. Und dann kommt so ein dunkler Ring. Ja, also in der Nähe des Minimums ist so ein dunkler Ring. Und dann kommt wieder eine nicht mehr so helle, aber doch noch erkennbare rote Scheibe. Ich blende euch ein Bild ein, wenn ich ein geeignetes finde. Diese Scheibchen nennt man die Airy-Scheibchen. Nach dem englischen Astronomen George Airy, der die bei astronomischen Beobachtungen bemerkt hat, weil genau das gleiche habe ich ja auch im Fernrohr oder Teleskop, da habe ich immer kreisförmige Öffnungen, wo das Licht durch muss. Und es ist so, dass innerhalb der ersten beiden dunklen Scheibchen über 90% der Lichtintensität liegt. So, und für uns im Zusammenhang mit dem Auge wird interessant sein, wo sitzt denn das erste Minimum? Das heißt, unter welchem Winkel, den nenne ich jetzt klein Theta, Theta 1, ist das erste Minimum von diesem Beugungsmuster an der kreisförmigen Öffnung. Wenn ihr euch erinnert, wenn wir einen rechteckigen Spalt hatten, der Breite b, war b mal Sinus vom ersten Minimumswinkel gleich Lambda. Oder eben Sinus von dem ersten Minimumswinkel Lambda durch b. Hier gilt eine ähnliche Formel. Der Winkel heißt jetzt eben Theta und nicht mehr Phi. Sinus von Theta 1 kann man zeigen, ist ungefähr wieder Lambda durch D, das entspricht dem hier, jetzt eben Spaltbreite ersetzt. Also hier Spalt ist so gemeint. Das, was wir früher die ganze Zeit gemacht haben. Also hier diese Breite ist B, die Höhe spielt keine Rolle für diese Berechnung hier.
Hier wird jetzt die Spaltbreite ersetzt durch den Durchmesser der Öffnung. Und wo dieser Faktor herkommt, das kann man nur mathematisch verstehen. Da braucht man sogenannte Bessel-Funktionen, um hier diesen Verlauf zu beschreiben. Da gehen wir nicht näher drauf ein, das müsst ihr einfach akzeptieren. Hier steht jetzt eben dieser leichte Korrekturfaktor für die Blendengeometrie, weil das jetzt ein Kreis ist. Jetzt ist es so, beim Auge zum Beispiel sind wir hier im Bereich von Millimetern, 1, 2, 3 Millimetern Durchmesser der Pupille. Und die Wellenlänge des Lichts ist natürlich deutlich kleiner. Ja, da sind wir bei 400 bis 800 Nanometern. Also, dann ist dieser Bruch natürlich sehr klein und dann wissen wir, für kleine Argumente darf ich den Sinus einfach durch sein Argument ersetzen. Ja, das ist immer dieses Standardbildchen Sinuskurve und erste Winkelhalbierende, unterscheiden sich so gut wie nicht nahe der Null. Und dann habe ich den lästigen Sinus weg und kann direkt mit dem Winkel rechnen. Wobei der Sinus wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber oft sieht man eben diese Formel. Winkel des ersten Minimums ist ungefähr dieser Faktor 1,22 mal Wellenlänge des Lichts durch Blendendurchmesser. Wohlgemerkt, alles im Bogenmaß hier. Ja, wir kriegen hier nicht Grad raus, sondern Rad, weil bei dieser Geschichte befinden wir uns im Bogenmaß. So, und jetzt hat Rayleigh, der Physiker Lord Rayleigh, folgendes Kriterium aufgestellt. Das ist eins von mehreren Kriterien für die Auflösungsgrenze. Wir nehmen das, weil es am einfachsten zu erklären ist. Es wird manchmal als ein bisschen willkürlich kritisiert oder dass man es noch verfeinern müsste, aber sei es drum. Rayleigh sagt folgendes. Ich betrachte zwei verschiedene Lichtpunkte. Die Frage ist, wann kann mein Gehirn die denn noch als getrennte Punkte wahrnehmen? Oder wann verschmelzen die zu einem Punkt? Ja? Jetzt wissen wir, so ein Lichtpunkt erzeugt nicht einen Punkt auf der Netzhaut, sondern eben so ein Beugungsscheibchen. Ja? Also da werden in der Regel mehrere dieser Photorezeptoren angesprochen. So, und jetzt gucke ich mir die Maxima nullter Ordnung, also die Dinger von diesen Beugungsscheibchen an. Wenn der eine Punkt sowas erzeugt und die Intensitätskurve vom anderen Punkt ziemlich nahe hier bei diesem nullten Maximum liegt, dann wird es zu folgender Beugungsfigur führen. Hier verschmelzen quasi diese beiden Airy-Scheibchen des nullten Maximums und ich kann sie nicht mehr getrennt oder das Gehirn kann es nicht mehr als getrennte Punkte wahrnehmen. Ich habe hier versucht, noch ein paar von den höheren Scheibchen, wie sie sich zusammen überlagern, anzudeuten. Wenn es jetzt aber so ist, dass dieses Maximum vom einen Scheibchen gerade auf das erste Minimum vom anderen Scheibchen fällt, dann kommt grob so ein Beugungsbild raus. Ja, dann sehe ich diese ersten beiden Airy-Scheibchen, weil die zweite liegt jetzt gerade hier in dem dunklen Bereich. Und dann kann das Gehirn das noch unterscheiden und sagt, ah ja, das sind zwei verschiedene Punkte. Das ist das Rayleigh-Kriterium. Das ist das Rayleigh-Kriterium für die Auflösungsgrenze des menschlichen Auges. Ich will also diese Situation haben. So, und jetzt schauen wir uns an, was das bedeutet. Hier der Augapfel skizziert, da die Linse und hier die Pupille, das ist das Entscheidende. Pupillendurchmesser ist klein d, das entspricht jetzt hier meiner Lochblende. Wenn ich hier so einen Lichtpunkt habe, der erzeugt dann hier hinten ein Beugungsscheibchen mit Maximum an der Stelle. Also Maximum meine ich immer Maximum nullter Ordnung, eben das hellste. Dann nehme ich einen Punkt in einem Abstand Delta x von diesem. Der erzeugt dann ein Beugungsscheibchen, das ich hier gelb oder dessen Intensität ich hier gelb dargestellt habe. Und jetzt will ich eben gerade, dass dieses Maximum hier auf das erste Minimum fällt. Damit ist dieser Winkel hier nach Definition der Winkel Theta 1. Und das ist aber laut Rayleigh gleichzeitig der minimale Beobachtungswinkel, den ich brauche, damit das Gehirn noch zwei verschiedene Objekte erkennt. Also, das ist die Formel für die Auflösungsgrenze des menschlichen Auges. Das ist nämlich nichts anderes als dieser minimale Beobachtungswinkel, den ich brauche. Oft hört man Auflösungsvermögen, das ist tatsächlich der Kehrwert davon. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das durcheinander bringt, aber korrekt ist hier von der Auflösungsgrenze zu sprechen. Alpha min ist also gerade Theta 1, Winkel des ersten Minimums, und das ist laut unserer Näherung 1,22 mal Lambda durch d. So, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, nehmen wir konkrete Zahlen. Nehmen wir an, Pupillendurchmesser sei 2 mm. Das ist, wenn ich an einem wirklich hellen Tag draußen bin, die Sonne alles beleuchtet, dann ist die Pupille natürlich abhängig von der Person, wie das Auge aufgebaut ist, aber dann kann man ungefähr 2 mm annehmen. Und als Wellenlänge nehmen wir gerade die Mitte des Spektrums, grob zwischen 400 und 800 Nanometern, also 600 Nanometer, das ist so orangelich, orange Richtung rot.
Dann setze ich das hier ein und dann kommt raus, Achtung, wir sind im Bogenmaß, ungefähr 3,7 mal 10 hoch minus 4 Rad. Das sagt einem gar nichts, außer dass es eine sehr kleine Zahl ist. Das kann man umrechnen ins Gradmaß. Ja, also Bogenmaß zu 2 Pi verhält sich wie Gradmaß zu 360 Grad. Dann kriegt man raus, das sind ungefähr 0,02 Grad oder ein 50stel Grad. Auch das sagt einem noch relativ wenig. Für so kleine Winkel hat man kein Gefühl. Deswegen rechnen wir das jetzt mal um. Nehmen wir mal an, wir sind hier 3 Meter entfernt und haben zwei punktförmige Lichtquellen. Also können zum Beispiel gerade diese beiden Kreidepunkte, wenn ich die noch kleiner mache, einen roten und einen gelben Kreidepunkt, sind meine Lichtquellen. Dann rechne ich diesen Winkel mithilfe des Tangens um in diesen Abstand hier und dann kriege ich raus, das ist so grob Millimeter, 1,1 Millimeter. Heißt, wenn die beiden 1,1 Millimeter entfernt sind und ich 3 Meter von denen entfernt mir das anschaue, dann sollte mein Gehirn das gerade noch als getrennte Punkte wahrnehmen. So, an dieser Formel sieht man auch, bei konstanter äußerer Helligkeit, also wenn das D, mein Pupillendurchmesser, konstant ist, ist der Minimalwinkel, also die Auflösungsgrenze, proportional zur Wellenlänge. Bedeutet, je kurzwelliger das Licht, desto kleiner darf das Alphamin werden, damit ich noch was getrennt wahrnehme. Das versucht man sich auch beim Mikroskopieren zunutze zu machen. In der Elektronenmikroskopie verwendet man kein sichtbares Licht mehr, sondern Elektronenstrahlen. Wie wir später lernen werden, kann man denen irrsinnigerweise auch eine Wellenlänge zuordnen. Und die ist sehr viel kürzer als die Wellenlänge von sichtbarem Licht. Und deswegen kann man mit dem Elektronenmikroskop so atemberaubende Auflösungen erreichen. Das am Rande. Wenn ich zum Beispiel violettes Licht nehme mit 400 Nanometern Wellenlänge und in dieser Situation wieder 3 Meter Abstand und das D 2 Millimeter, dann komme ich hier auf nur 0,7 Millimeter. Das heißt, wenn die beiden Punkte violett wären, dann dürften sie noch näher beieinander sein. Ich würde sie immer noch getrennt erkennen. Also zwei rote Punkte in diesem Abstand würde ich nicht mehr getrennt erkennen, zwei violette Punkte aber schon. Da könnt ihr selber zu Hause einen Versuch machen. Ich glaube, jetzt mit der Kamera wird es nicht funktionieren. Ihr zeichnet euch zwei Striche im Abstand von einem Millimeter, so ungefähr. Einmal in Blau, einmal in Rot. Rot hat eine größere Wellenlänge als Blau. Ihr könnt auch Violett nehmen. Einfach, dass sich die Wellenlängen unterscheiden. Und dann lauft ihr mal von diesen Strichen weg und guckt, welche zuerst zu einem Strich verschwimmen. Und dann werdet ihr feststellen, ihr werdet hier diese beiden blauen Striche länger als getrennt wahrnehmen als die beiden roten Striche. Probiert das zu Hause gerne mal aus. Bin gar nicht sicher, ob man die jetzt überhaupt als getrennte Striche wahrnimmt. Es sind auf jeden Fall zwei getrennte Striche. Ich will jetzt gerade nicht mehr auf Autofokus umstellen. So, zum Abschluss noch eine abgefahrene biologische Tatsache. Wir gucken jetzt mal im Augapfel selber. Als Augapfeldurchmesser habe ich so 2,5 cm genommen. Hier haben wir wieder den Minimalwinkel, Theta 1 oder eben Alpha Min. Und jetzt stellt sich raus, physiologisch gesehen, damit das Gehirn überhaupt was als getrennt wahrnehmen kann, muss ein Zäpfchen angeregt werden und das nächste Zäpfchen muss noch mindestens ein Zäpfchen dazwischen haben. Also es geht nicht, dass ich zwei benachbarte Zäpfchen anrege und mir das dann das Gehirn als zwei verschiedene Lichtquellen interpretiert. Wäre sehr spannend zu wissen, wie man das rausgefunden hat. So, und jetzt gucke ich mir mal hier diese Bogenlänge an, die zwischen zwei bzw. drei Zäpfchen laut diesem Winkel hier vorhanden ist. Ich mache jetzt hier folgende Näherung, es geht hier sowieso nur um Größenordnungen. Ich tue so, als wäre das hier ein Kreis mit diesem Mittelpunkt. Stimmt natürlich nicht, weil der Mittelpunkt hier ist. Das heißt, das hier ist kein perfekter Kreisbogen bezogen auf hier, aber wurscht. Bogenmaß ist Bogenlänge durch Radius. Mit der eben genannten Näherung nehme ich an, das hier sei der Radius, also 2,5 cm sei der Radius von diesem Bogenstückchen. Dann kann ich ausrechnen, 2b ist einfach dieser Winkel mal der Durchmesser und dann komme ich auf die Größenordnung von 9 Mikrometern. Ist jetzt auch egal, ob das 10 sind oder 8. Das heißt, und das ist eben gerade die Bedingung laut Rayleigh, dass ich überhaupt durch die Beugungsbeschränkung was als getrennt wahrnehmen kann. Der Abstand zweier Zäpfchen wäre also so über den Daumen 4,5, lass es 5 Mikrometer sein. Physikalisch gesehen wäre eine engere Bestückung mit Zäpfchen sinnlos, denn die Beugung des Lichtes begrenzt sowieso grundsätzlich, was ich als getrennt wahrnehmen kann.
Und jetzt hat es die Natur so eingerichtet, dass in der Tat der Zäpfchenabstand genau in dieser Größenordnung liegt. Also dass die Zäpfchen so um die 5 Mikrometer voneinander entfernt sind. Noch enger wäre nämlich physikalisch sinnlos. Ob das jetzt evolutionär sich dann so entwickelt hat oder wie oder was da der Hintergrund ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich finde es sehr spannend, dass da eben eine physikalische Begrenzung in der Biologie, in der Evolution des Menschen sich irgendwie niedergeschlagen hat. Okay, habe wieder viel zu viel geredet. Ich hoffe, es waren einige interessante Fakten dabei, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ah, fail. Macht's gut.